Recht herzlich willkommen zur 185. Folge von City Skylines. Ja, wir sind kurz vorm Plus, 900.000 noch, und ja, letztes Mal haben wir noch ein bisschen aufgeräumt, haben da irgendwo eine Arztpraxis abgerissen, wo ich dann nachher am Überlegen war, macht das überhaupt Sinn, weil falls das Wohngebiet in der Nähe sich dann doch noch ausweitet, nämlich da in diesem Falle Richtung der Straße, wo der Wasseranschluss fehlt, dann wäre das nicht so positiv gewesen, weil dann brauchen wir es wieder. Dann ist es weggeschmissen Geld gewesen, ne? So, Strom steht jetzt gerade ein bisschen zur Debatte, sehe ich da. Hier ist noch ein Haus, was wir abreißen können. Forsten wir nochmal gerade ganz kurz ein bisschen durch. Dann läuft die Zeit auch weiter und wir haben gleich Geld, um dann die wichtigen Straßen, die wir aus Versehen abgerissen haben, wieder hinzustellen, ne? Und Stromleitungen wieder zu machen, die ganze Gebiete versorgen. Das müssen wir auch machen, definitiv, ne? Also momentan sieht es ja richtig gut hier aus. Kaum was kaputt. Alle sind glücklich und zufrieden, ne? Der Strom ist knapp drüber. Da steht noch einer. Das da. Hier im Industriegebiet gibt es noch was. Wohnraum bräuchten wir sogar noch. War hier nicht gerade noch einer zum Abreißen? Nee. Da sind noch zwei oder drei. So läuft, ne? Sieht gut aus, oder? Überall sind alle glücklich. Hier ist noch irgendwo eins. Da. Da sind noch zwei. So, wir sind schon bei 837.000. Jetzt geht's mit großen Schritten in Richtung Plus. Interessanterweise haben wir jetzt die ganze Wirtschaft laufen lassen können, kriegen das Plus hin, haben 22 Millionen Plus gemacht, aber dann gibst das ganze Geld wieder aus und dann kriegst du es irgendwie nicht hin, dass du was auf hohe Kante kriegst, ne? Weil du immer wieder baust. Also so ein paar Leute sind hier noch jetzt, wo die sterben. Da müssen wir gucken, dass wir das mit den Friedhöfen dann noch arrangieren, dass das geht, ne? Dass wir das passend haben. Und wir brauchen definitiv noch ein paar Krematorien. Daneben wird auch eins gebaut. Die letzten Gebäude finden auch... die letzten Bauplätze finden auch wieder Leute, die dazukommen. Das abreißen wir alles schlicht. Das geht. Das geht. Das geht. Geht das oder geht das nicht? Ich lasse es lieber. Ich glaube, dann geht die Lücke auf, wenn ich das da wegreiße. Aber das da, das geht. Was haben wir hier? Hier ist das Gefängnis, ne? Ja. Okay, 788.000. Wir müssen dann auch gucken, dass wir ja, wie gesagt, schauen, dass wir Gebäude wieder aktivieren, die wir deaktiviert haben, ne? Und hier müssen wir definitiv mit dem Müll gucken, dass wir da noch ein paar, sag schon, ein paar Müllverbrennungsanlagen noch machen, ne? Also der Kommerz möchte auch noch ein bisschen mehr werden, dann können wir dem hier noch was anbieten. Hier geht ja auch noch was. Da sind noch tatsächlich Häuser. Aber warum auch nicht? Dann können die da auch noch hin. So. Hier ist natürlich noch so ein schöner Bereich, wo das geht. Oh, da können wir noch was aktivieren. Das ist nämlich ein Friedhof, der geräumt worden ist. Vielleicht gucken wir da mal schnell hinterher, dass die alle wieder laufen, weil das war ja auch mal ein Problem. Ne? Da ist einer zum Beispiel. Der geht auch wieder. Der wird noch geräumt. Hier hinten am Ende war noch einer, der läuft aber. Da ist es gerade schlecht mit dem. Da müssen wir gucken, dass wir hier noch was machen. Hier ist es auch schlecht. Das läuft, das läuft. Das läuft. Hier sind sie am Laufen. Oder wird geräumt. Hier hinten kann noch eine
Krematorium hin, ne? Rettungshubschrauberdepot gibt's auch schon. Okay, sehr interessant. Das ist neu. Weiß ich gar nicht, dass es das gab. Da müssen wir definitiv dann auch als nächstes dran, ne? Dass wir da ein paar mehr haben. Aber ich mache mal hier noch eine Stufe schneller. Was blinkt's hier? Das blinkt hier alles, ne? Ja, das läuft da. Die blinken auch alle. Die auch, die auch. Da ist einer frei. Also anmachen. Muss nur gucken, wenn sie wieder voll sind, dass wir schnellstens da dran arbeiten, ne? So, hier nochmal gucken. Hier rechts ist alles okay, ne? Ja, hier sind sogar welche, die wir eigentlich dann aktivieren könnten wieder noch, ne? Das müssen wir dann nochmal bedenken, das machen. Aber ich denke, es ist eher, dass wir hier noch welche vom bauen. So, Arztpraxen hatten wir auch letztens durchgeguckt. Krankenhäuser. Aber das wäre schön, wenn ich jetzt hier draufklicke, nur Ärzte kommen und hier nur Krankenhäuser kommen. Das funktioniert wohl nicht, weil da geht das ja mit den Friedhöfen auch. So, Sauna. Okay, das passt wieder zu diesen beiden dann, ne? Dann würde mir das Krankenhaus auch angezeigt. Das ist dann auch doof. Und hier haben wir noch den Rettungshubschrauberdepot. Kostet uns 1920 demnächst dann, wenn wir das dann machen. Gut. Müll haben wir geguckt. Hier ist Dreck, da ist Dreck, hier unten ist Dreck. 640.000, okay, die Häuser hier ist klar, da sind wir immer bei. Da muss unbedingt dann die Wasserleitung hin, beziehungsweise, ja, Wasserleitung muss da hin. Und wie sieht das, wenn dann aus mit Fernwärme gleich? Ich glaube, das wird man dann machen können, ne? Was sind da alles? Frischwasseraustritt. Was haben wir da noch? Pumpendienst. Oh, Vorratstanks. Auch sehr, sehr interessant. Das kennen wir alles noch gar nicht. Wasseraufbereitungsanlage kennen wir. Abwasserrohr kennen wir. Wasserpumpenstation. Der Wasserturm. Und da ist die Leitung. Und hier ist die Fernwärme. Die müssen wir dann da einmal lang machen, ne? 600.000 noch. Was kostet so eine Leitung dann? 20 Unterhalt und 100 kostet das Stück. Baukosten von 15.000 wahrscheinlich dann. Okay, aber das machen wir auf jeden Fall. Das ist nämlich dann so eine Absicherung auch mit dem Strom, ne? Hier müssen wir das auch noch irgendwie hinkriegen dann. Nee, da war das nicht. Hier war das, da mit dem Strom, ne? Das Stromnetz muss dann auf jeden Fall fluppen. Und dann müssen wir noch gucken nach den Straßen, wo vor allem die Straßenbahn hier diese Sackgasse hat. Die müssen wir auf jeden Fall reparieren, ne? Irgendwo war die ja unterbrochen. Weil da nichts voran konnte. Hier, da ist es. Da müssen wir auf jeden Fall die Straße wieder heile machen, dass die Straßenbahn wieder fahren kann. So. 550, ne? Leute kommen immer noch. Und es gibt immer noch was zum Abreißen. Hier ist auch irgendwas mit dem Strom nicht in Ordnung. Mal ein bisschen näher ran. So. Immer schön die alten Gebäude abreißen, damit der Bodenrichtwert bleibt, ne? Ja, das stimmt, die werden auch von selbst dann irgendwann erneuert. Aber ich glaube, die Leute sind doch zufriedener, wenn nicht solche Bauruinen da überall stehen. Die kommen dann eher und investieren. Das darf man nicht vergessen. Ja, mit dem Müll müssen wir dann mal gucken. Den will ich dann doch nochmal... Also die Sache, das zentral hier zu haben, ist richtig, allerdings nicht in der Größe. Also ich sag mal, wenn man dieses hier hätte und dann diesen Bereich woanders hinschiebt und diesen nochmal woanders hinschiebt, dann hat man eine bessere Verteilung, ne? Ich denke, das hat dann schon seine Vorteile. Hier gibt's auch kein Wasser. Da müssen wir auch nochmal wegen Wasser gucken. Gibt's kein Wasser wegen Leitung oder gibt's kein Wasser wegen... Ah, gibt kein Wasser wegen Leitung, alles klar. Dann müssen wir das nochmal angucken.
Strom ist richtig, aber dann den Bagger rausholen noch. Hier müssen wir eine Stromverbindung setzen dann, ne? Kriegen wir dann alles schön hin, wenn das Geld gleich da ist. Hier muss man auch nochmal vielleicht eine Linie ziehen, ne? Mit Strom. Das Kraftwerk besser anschließen. Nur diese Leitung würde bedeuten, ist auch keine Backup-Sicherung da, ne? So. Da ist ein Verstorbener, der nicht abgeholt wurde. Da gibt es ein Häuslein, was kein Wasser hat. Auch interessant, ne? Ja. Gut, dann müssen wir denen da noch Wasser zur Verfügung stellen. Gut, okay. 400.000. Wir könnten noch ein bisschen Industrie ansiedeln. Hier hinten waren auch noch Flächen, oder? Sind die schon alle? Die beiden Flächen noch. Da ist noch mittendrin eine. Hier am Ende. Ne, der geht nicht. Da ist aber schon alles wieder voll. Okay. Nächstes Industriegebiet wäre hier. Da stehen andere Gebäude wohl. Das ist die falsche Straße, wenn. Hier ist aber auch schon alles zu. Hier hatten wir eins, das haben wir aber weggemacht. Das haben wir Bürokomplexe hingemacht. Das müssen wir dann umändern noch mit mehr Bürogebäude. Hier ist ein kleines. Und dann haben wir hier hinten noch. Ja, hier könnten wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Dann wird das auch besser. Da kommt die Industrie hin, ne? Passt dann. Hier haben wir noch ein bisschen mehr. Können wir dann mal mehr ausweiten noch. So. Gut. Und dann haben wir hier noch Fläche, aber jetzt wird gerade nichts gefragt, deswegen würde ich sagen, lassen wir das da auch mit. Jetzt ist wieder eher Wohnraum noch gefragt. Der Wohnraum. Ist hier noch was machbar? Schustern wir das noch zu. Hier geht auch noch was. Ich glaube, hier sind kleine, ne? Dann sollte man da große rausmachen. Genau. Hier muss noch ein Durchgang sein, weil wir da vielleicht eine Straße noch hin das Wohngebiet bauen, was dahinter kommt. Ja. Hier hatten wir mal Industrie, Holzindustrie, glaube. Die ist da nicht mehr. Wir haben 300.000 erreicht vom Geld her. Was machen wir mit dem Stück Straße? Gute Frage, ne? Also hier ist eine Straßenbahn, hier ist eine stark befahrene Straße. Kommerz wäre sicherlich da machbar, ne? Dann freuen die sich doch hier alle, oder? Obwohl ich glaube, dass wir hier... Ach so, das, ja, das ist dann die Luft zwischendurch, ne? Gut. Ja, hier gehen noch ein paar Einfamilienhäuser vielleicht hin, oder? Wo ist denn hier die Straße? Das ist die hier. Und diese ist von da. Okay, da können wir aber auch ein paar Wohnhäuser hinmachen. Hier noch Lücken schließen. Hier haben wir den Kommerz irgendwo. Ja. Hier ist aber alles soweit. Bis auf einzelne Häuser vielleicht. Gut. Hier ist was. Hier ist noch ein bisschen machbar.
Hier ist alles dicht, ne? Ja. Hier gibt es noch grüne Hochhäuser. Die können da ruhig hin. Hier gibt es noch einzelne Plätze. Die können wir jetzt auch noch belegen. 200.000 unterschritten. Da wohnen noch ein paar, ne? Hier oben voll cool, ne? Ja, da geht's dann auch noch hin. Schöne Hanglage hier, ne? Naja. So. Hier ist alles abgedeckt. Hier kann man noch ein bisschen Industrie anpflanzen, die gerade auch möchte. Dann machen wir hier doch mal ein paar Häuschen mehr. Komm, machen wir den Straßenzug jetzt zu Ende. So, das machen wir später. Da müssen wir auch ein bisschen Kommerz vielleicht noch machen. Also die haben auch wieder Flecken, dass Geld reinkommt. So, wir sind knapp vor der 80.000. Haben jetzt gleich hier 100.000 noch. Läuft, ne? Sind an einem Punkt, der uns dann Positives bringen wird. Ja, das haben wir brach liegen. Hafenmäßig, dann müssen wir mal gucken, wie wir damit weiter vorankommen, ne? Hier können wir noch ein paar einzelne Häuser setzen. Ja, bestimmt. Ist die Frage, ob da Strom und sowas alles ist, ne? Da vielleicht nicht. Oder? Ah, das doch noch. Aber dieses nicht mehr. Dann machen wir noch ein paar Einkaufsgebäude hin. Und hier kann wieder Kleines hin. So. Hier sind noch ein paar Hochhäuser. Die können wir ja noch bis dahin reingehen lassen. Was soll dahin? Kleines Haus. Fertig. Jetzt möchte der Kommerz noch ein bisschen was haben. Da hatten wir noch Flächen da hinten zu vermieten, ne? Wo das Mischgebiet ist hier. Da können wir hier noch ein bisschen was machen. Da geht noch was. Und dann machen wir Kleines hin. Läuft. Vielleicht hier noch ein bisschen Kommerz bei dem Bahnhof. Ja. So, 33.000. Wir sind kurz vorm Durchbruch. Kommerz möchte noch Plätze haben. 19.000. Da kommt noch ein grünes hin. 8.000. 5.000. 2,5. 243 minus. Und wir haben das erste positive Ergebnis mit 2.700. So, jetzt sollten wir gucken, dass wir als erstes den Strom wieder in Angriff nehmen. Hier sieht schon so aus, als ob wir das definitiv da machen sollten. Zack. Die Verbindung steht, da hier das zwar selbst gebaut ist. Ich würde das aber garantieren, dass das da drüber fließt. Deswegen baue ich das da auch lieber nochmal hin. Okay, das wird selber zuwachsen in dem Sinne. Hier gibt es noch eine Backup-Leitung. Auf der Seite. Das ist ein bisschen doof, ne? Ah, aber wir können es hier machen. Da geht's nicht wegen der Straße. Hm,
Das ist jetzt ganz toll. Okay, das geht. So, das funktioniert. Das ist auch eine Backup-Leitung. Hier machen wir das auch noch. Das funktioniert. Hier hinten müssen wir das auch noch machen. Das sieht auch gut aus. Dann ist das hier schon vorhanden. Da gibt es den Stromfluss auch, aber ich mache ihn trotz alledem hier nochmal. Mache ich einen Masten mehr, dass wir uns nicht stören. So, da mal Strom, irgendwo war hier noch. Oh, hier haben wir gerade keinen Strom. Haben wir irgendwo noch Kraftwerke? Ja, hier anmachen, anmachen, anmachen. Die Offshore-Anlagen machen. Wir haben gerade über, ich hätte jetzt gedacht, über 80.000 Einwohner. Deswegen ist hier das Problem mit dem Strom, aber ist es gar nicht. Ist uns der Strom woanders noch zusammengebrochen? Nee. Jetzt ist der Strom aber da, oder? Ja, was ist das hier für ein Strom? Ah, nicht genügend Treibstoff, das ist das Problem. Okay. Das heißt, der Frachthafen wäre sehr gefordert, ne? Was kosten wir uns monatlich? Die nehmen wir jetzt mal rein, ne? Für die Industrie. Wollen wir sonst nichts machen, aber das machen wir jetzt mal. Ist nur die Frage, wie viele Verluste sind dabei. Ne, da war das. Wo war das denn noch? Das ist das nicht, oder? Doch. Und jetzt muss man gucken, dass hier die Einnahmen passen dann, ne? Aber das Industriegebiet ist ja natürlich dafür da, ne? Dass man da hin und her fährt. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Das erste Schiff ist schon da. 4%. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Das Öl müsste hier kommen, ne? Im reduzierten Betrieb ist es jetzt. Naja. So, jetzt uns aber weiter den Strom nochmal begutachten. Ist das hier ausreichend? Geht das noch da? Nein, geht's nicht. Warte mal, was zeigte der mir denn gerade an hier? Was ist das für eine Anzeige gerade gewesen, die ich da gesehen habe? Hm? Dass man da eine unterirdische Geschichte machen kann? Oder so und dann? Ah. Das will er nicht. Na, jetzt verbauen wir uns da. Nochmal von da. Gibt es
Gibt's es denn keine unterirdischen Stromleitungen eigentlich? Nicht wirklich, ne? Immer nur oben rum. Das würde gehen. Und geht's dann darüber? Nee. Und vergesst das mal. Bau den wieder zurück. Was sagt mir diese Symbolik da dran? Also, okay. Komm, dann ist das erstmal über hier. Zack, weg. Brauchen wir nicht. Läuft so, muss so laufen. Haben wir uns viel zu lange dran aufgehalten jetzt schon. Gut, okay. Wir müssen weitermachen noch. Wir müssen noch weiter Strom ziehen. Werden uns damit in der nächsten Folge, denke ich mal, weiter beschäftigen. In dieser Folge sind wir damit durch. Strom wird allerdings gerade wieder knapp, wie ich gesehen habe. Das heißt, wir müssen auch noch ein paar Dingens aktivieren. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.